Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Ball Z Team Training. In der letzten Folge haben wir die Arena von Yashirobe geschafft und sind hoch zum Berg. Mondmoon? Okay, zum Mondberg. Der ist halt anscheinend geblieben. Da bin ich mal gespannt, was hier so an Kämpfern auftritt. Nappa! Haben wir schon. Gehen wir mal ein bisschen zum Farm hier. Ach, zum Farm jetzt. Zum Leveln. Puh. Ich werde mal gucken, wenn hier nichts Spannendes kommt. Ah, dann werde ich wahrscheinlich mal Schutz einsetzen. Ich habe zwar leider nur ein oder zwei. Vielleicht mal vorher drauf achten sollen. Wow, Tail Smash. Da hat mich auf jeden Fall interessiert, was hier. Saru, der Wehraffe. Okay. Ich weiß nicht, kann sich jeder von den einfachen Saiyajins mit dem Mondstein zum Wehraffen verwandeln? Da bin ich jetzt leicht überfragt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mit zwei Kämpfern ist es anscheinend extrem hart hier. Ah, ich habe keinen Bock, die anderen Luis mitzunehmen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das zu viel sein, ja. Ich hab nicht Glück gehabt. Denn wir haben ihn nicht, also wird er gefangen. Egal, ob es ein guter, ein schlechter oder wie sich Gott ist. Nein. Kapsel. Was? Was ist mit ihm falsch? Okay. Dass er überhaupt immer rausgekommen ist, ist ein Ding. Er hat gesagt, es steht noch mit dem Nickname. Ein Nickname habe ich ja automatisch schon fast vergeben. Ich habe einen Zuschauer, der heißt Piccolo. Und, ja. Theoretisch hat er seinen Kämpfer schon. Tenshin Han. Für den Anfang? Glaube ich, würde ich den mitnehmen. Wenigstens einer der Set. Hui. Einer der Set-Fighter auf jeden Fall. Glaube ich, den werde ich mitnehmen. Jedenfalls, bis irgendwann mal was Besseres kommt. Ja, doch. Den behalte ich erstmal. Ach, nein, noch nicht. So. Ach, Trottel. Naja, egal. Muss der Goku schon schaffen. Ansonsten bin ich schneller am Poke. Wie heißt das Ding hier eigentlich? Muss ich mal gucken. Am Poke Center als gedacht. Aber gut, Yamshu wird kein Problem sein. War fast klar. Was ist das? Jiren. Ah. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal gesehen haben. Ich glaube, das war einer der Anfangsakteure bei Dragon Ball damals. Ich glaube, das war nicht ganz so netter. Ich glaube, es wird echt nervig. Man kommt ja hier kaum drei Schritte weit. Mal schnell ins Pokécenter. So, und der nächste Kämpfer. Oder Kämpferin. Level 14 hat Tenshin Han. Ich
Meteorwasch. Okay. War nicht so effektiv, würde ich sagen. Die haben wir schon mal. So. Mal gucken hier. Ich glaube, ich habe nur einen, wa? Ja. Wenigstens für die Anfangsräume hier. Schon gerne die ganzen Sachen mir hier mal anschauen. Turtles wieder. Und wie geil. Guck mal, er mal ein starker Attacker lernt hier. Ich habe jetzt Osaru und Tenshinhan mit im Team gelassen, da sehe ich einfach ein wenig dahinter. Das sind zwar nicht stark, werde ich wahrscheinlich noch nicht trainieren, aber naja, zur Not kriegen sie auch noch ein paar KP beim Gegner runter, was mich denn vielleicht nicht ganz in Ohnmacht fallen lässt. Ich bin Level 14. Geschafft. So, mal gucken hier. Onigiri. Gutes Stichwort. Werde ich jetzt einfach mal verwenden, um Piccolo hochzuheilen. Naja, fast hoch. War ich früher mal in diesem Mondkrater irgendwo was drin? Heiliges Wasser. Flying Nimbus ist glaube ich, das war das Seil, wa? Effekt ist schon wieder weg. Na komm, mal hier. Wollen wir kämpfen? Nee? Möchtest nicht? Kein Ding. Der ist doch, Jiren, haben wir noch nicht. Gucken wir, ob wir den hinkriegen. Ah, Piccolo, Critical ist echt doof. Genau, noch ein paar Kämpfchen hier. Die Glühbirne könnte ein bisschen nervig werden ohne entsprechende Items hier. Piccolo gegen Piccolo. Das hat er überlebt, Alter. Was ist denn da los? Der erste Trip war so stark. Kann ich sehen, war ein Critical der erste oder wie? Cyberman. Und wir setzen jetzt mal. Wir gucken, ob er Tenshinhan drauf hat. Einfach mal, dass er schon mal den Auftritt hier hatte. Wow. Okay, er hat rein gar nichts. Wird er noch vergiftet oder was? Das sah so aus. Okay, also. Aber wenn ich jetzt auf dich rauswitschen, dann ist er halt weg. Aber sieht nicht so aus, dass er es schafft. Brennt? Na klar, Alter. Okay, Tenshinhan. Das war's wohl. Und tschüss. So, dann gönne ich einfach Piccolo, glaube ich, weiter. Alter, Goku Level 17, ey. Schon krass. Und Piccolo, der braucht hier ewig und ewig. Cyberman.
Du musst unbedingt meine ordentliche Attacke. Oh, wunderschön. Überhaupt nichts gesagt, Piccolo. Null. Wir müssen unbedingt meine ordentliche Attacke für dich lernen hier. So, da oben die Joggerin noch. Oh ja, erstmal Jiren. Oder nicht, dass ich es falsch ausspreche. Ich könnte doch Giran heißen. Hört sich sehr merkwürdig an. Für so ein Dragon Ball Spiel. Es gibt ja wirklich Jiren, also der etwas mächtigere aus Universum 11 war das, glaube ich, oder? Benutzt seine Flügel zum Fliegen. Cool. Tolle Dinge. Komm mal her, ihr Mäuschen. Ich warte hier auf dich. Juhu. Hoppala. Wer ist mir denn da vors Auge gelaufen? Was, Nappa? Also Nappa scheint ja hier so ein bisschen der Zuba zu sein. Ja, aber eher Kleinstein, oder? Nappa ist eher Kleinstein, würde ich fast sagen. Und hier dieser Jiren oder Jiren oder wie auch immer der heißt, scheint wohl eher so der... oder das Zuba zu sein. Ja, Level 15, sehr schön. Ja, Makan Kasapo. Ich glaube, das ist die Höhenspirale, oder? Makansa Blabo, Pabababla. Ich glaube, das ist die Höhenspirale. Müssen wir mal angucken, wenn er ein bisschen mehr Energie hat. Wir müssen Piccolo E aufladen. Einmal heilen. Ja, weiter. So, das reicht erstmal. Und dann gucken wir mal kurz, was das für eine Attacke ist hier. Puh! 170 Damage, aber nur 50er Trefferquote. Elektro. Kann nur Höhenspirale sein, auf jeden Fall. Ja, die trifft ja auch nicht oft. Powerful Beam, ja, ja. Change his key, also er lädt auf und feuert einen kraftvollen Strahl ab im zweiten Turn. Jawohl, das ist Höhenspirale. 170 Damage, ey. Aber gut. Das ist für Hyperstrahl so in der Art, war nur auf elektronischer Basis. Also vom Typ Elektro. Krass, krass, ey. Ach, jetzt hätte die erste Dings auch nach unten gehen können. So, ab in den Kampf. Ich glaube, das wird heute ein bisschen Fahrt hier. Kaköle. Na, ihr probiert mal später aus. Drunken Fist, oder Chirup zu keep. Jo. Berlin relativ schnell down hier. Am Schuh bleibt da auch drin. Komm, ich push die hoch hier, Piccolo. Sangoku hat sich schon entwickelt. Ich meine, wissen, wie es bei dir denn aussieht. Dann wirst du jetzt, glaube ich, nicht mehr schaffen. Hat zwar nichts drauf, aber muss ja kein Risiko eingehen hier. Oh, komm ja mehr. Ich liebe diese Attacke. Oh nein, er hält eine aus. Ist ja unglaublich. So hoch Level 18 war.
So Leute, ich glaube, ich werde jetzt bis auf Höhepunkte, falls noch welche kommen, den Part hier skippen. Denn, den falschen. Denn, ja, vielleicht noch was Spannendere, die damalige Nuggetbrücke oder vielleicht überhaupt erstmal Azuria City, wie auch immer das jetzt heißt, zu erreichen. Also wenn noch was Spannendes kommt, schnell rein, ansonsten sehen wir uns in Azuria City wieder. Bis dann. Okay, die Kämpfe, die werde ich wahrscheinlich mit reinschneiden. Ja, doch. Die mache ich jetzt mit rein. Das ist ja mit das Coolste noch an dem Spiel, oder? Kämpfe, also. Schlimm ist, ich kann noch nicht mal Höllenspirale benutzen, weil ich nie weiß, ob er die zweite Runde erreichen wird. Deswegen lassen wir es erstmal auf diesen einfachen Kicks und Punch. Muss ja jetzt Level 16 werden, oder? Nein! Oh nö! Das hat doch nicht Naughty getan. Naja, bis zum nächsten. Oh, wen haben wir denn da? Team Pilaf. Der lohnt sich doch bestimmt mal hier mit reinzukommen. Cyberman. Na klar. Na klar. Ich hab ja gar keine Erfahrung mehr von den Schnuppelchen. Natürlich hat der Piccolo, klar. Ich meine, wer hat denn kein Piccolo hier? Ja, wirklich. Aber gut zu sehen, den Typen. Da ist ja noch so einer. Er war aber schnell von A nach B gekommen hier. Hau den weg! Tritt ihn weg! Jawoll! Ja, Piccolo ist schon einer meiner Favoriten. So, natürlich Everstone. Das für mich noch nie benutzte Item, und zwar Ewigstein. Und ja, das heißt, deine Kämpfer-Pokémon schrägstrich entwickeln sich nicht. Ganz tolle Ding. Und noch einer. Ja, wir haben einfach nur Cybermänner, also wirklich total uninteressant. Da war mal wieder ein bisschen stärker. Kann man nicht sagen. 2 Level höher, schon halten sie einen Tritt aus. Super! I love it! Mann! Abwechslung pur! Ja, ich krieg gleich Branda, geil!
wer bist du denn? Also cool ist schon mal, wenn man hier jetzt läuft, kriegt man keinen Brandschaden. Ich glaube, das ist doch bei Pokémon sonst gewesen, oder? Hast du denn Brandschaden oder ähnliches bekommen hast beim Laufen schon? Oder war das nur bei Gift? Bin mir gar nicht mehr sicher. Schreibt mal in die Kommentare. Da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Aber Tenshin Han? Brauchen wir den mal Tenshin Han? Also wenn er den jetzt nicht besiegen kann, dann weiß ich auch nicht. Okay, es wird nichts. Er hat es nicht geschafft. Okay, 5 Level, aber er hat es nicht geschafft. Das ist ein Ding. Na, so sehen wir wenigstens den Super Saiyan Son Goku mal wieder. Der Kampf hier ist das Besondere. Aber nicht wirklich. Aber hier kommt doch bestimmt irgendwann. Komm. Ein Dragon Ball! Und ein total unnützes, schwaches Pokémon. Kämpfer. So, erzähl mal was. Ah, I found the ball. It's mine. Hier oben zu. Da setzt die Brille ab in dem Fall, würde reichen wahrscheinlich. Oh, locker easy der Team. Locker werde ich das Team weghauen hier. Da sind noch so schicke. Okay. Boah, das ist noch spannend, wa? Komm, hau mal halt dritten hier noch einen raus, komm. Gott, spannend. Na, die Sätze gut, moin, Digga. Alter, okay. Da kriegst du einen fetten Kamehameha an. Okay, der war enttäuschend. Oh ja, danke, ich habe dir für den Ball gewonnen. Ist aber nett von dir. Dragon Ball mit 3 Sternen. Cool. Gute 4. Wir haben sie erreicht. Guck mal, das Tierschicket gibt. Gab es sonst auch mal Items? Jo, hier ist schon mal eins. TM7 Speed Up. Sieht nicht nach einer Angriffsattacke an. Hier extrem nach Namek aus, ne? Oder? Irre ich mich da? Also die Bäume sehen auf jeden Fall so aus. So, wir werden hier gleich mal gucken, wen es hier so gibt. Aber erstmal gehen wir rein und es ist... Namek Town! Jawoll! Namek! Ist ja geil! Die haben sogar grüne Männchen hingemalt. Also, hingemalt, wir schon. Cool, cool. Cool. Namek Town. Jetzt gucken wir mal, was die für Kämpfer gibt. Gucken, welche Kämpfer es auf Namek gibt. Und zwar, gut, Piccolo hätte man sich denken können, wa? Und? Nail, wa? Jau, Nail. Mit dem sich Piccolo fusioniert hatte. Um noch stärker zu werden. Den nehmen wir mal mit. Würde ich zwar auch nicht in mein Team haben wollen. Aber neuer Kämpfer ist neuer Kämpfer, ne? Übrigens, bevor ich vergessen habe, Holy Wasser ist so wie Sonderbonbon. Und dann habe ich noch Crystal gefunden. Crystal ist Beleber. Der einfache Beleber.
Versuch. Wunderschön. Ist die Frage auf Namek, ob man da jetzt auch noch so die ganzen, na nicht nur unbedingt die Namekianer findet, sondern auch die da gekämpft haben. Wieder Nähe. Also ich schaue jetzt noch mal ein bisschen und falls ein neuer kommt, schneide ich ihn mit rein. Na komm, letzter Versuch. Ja, also Nail und Piccolo, mehr gibt's hier nicht. Anscheinend. Mehr gibt's hier anscheinend nicht. So. Wollen wir mal schauen, von wem die Arena ist? Dass wir im nächsten Part schon Bescheid wissen? Na komm, wir gucken mal. Namek Town Gym, Leader Muri. Muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, wer ist der Muri? Okay, kann man hier außen lang gehen? Ach, er ist Muri, das ist doch der Älteste nach dem Ältesten, oder? Na Juti. Danke fürs Zuschauen. Die Arena machen wir im nächsten Part, höchstwahrscheinlich. Und dann gehen wir mal die Nuggetbrücke hoch, wie auch immer sie hier heißt. Wir haben Namek erreicht, wir sind durch den Mondberg durch. War heute ein bisschen Fahrt. So eine Höhle ist nie spaßig. Ich werde euch ein bisschen zusammenschneiden. Ja, und dann würde ich sagen, freue ich mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich hoffe, euch gefällt diese ganze Serie hier, diese Let's Play. Wenn ja, lasst mal einen Daumen da, gebt mir mal ein Abo, falls ihr neu seid und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Dragon Ball Z Team Training. Bis dann und ciao, ciao.